warte. Komm. Die Zeit ist gekommen. Zeig es mir. Ich krieg dich. Don't use that tone of voice with me, young man. Interessante Sprachen, die die Schausteller teilweise sprechen. Da ist er. Da wäre er. Versteckt sich da wer drin? Komisch. Entweder bilde ich mir Sachen ein oder Kaninchen machen neuerdings seltsame Geräusche. Hallo. Was? Was? Oh, ich wollte euch nicht erschrecken.
Lauschen ist nicht gut, Kind. Ich habe mich nicht versteckt. Ich habe ganz offensichtlich zugehört. Es war ein schönes Spiel. Nein, nur klimpern, nur klimpern. Es war trotzdem schön und melodiös. Was tust du hier unten, Kind? Mit deiner feinen Kleidung ist das kein guter Ort. Ach ja, verschluckt dich das Wasser. Spiegel. So? Oder noch schlimmer, ein Brackwasserskal. Nein, der Spiegel ist schlimmer. So schnell verschlucken die mich nicht. Ach, Kindchen. Du bist noch jung, du hast noch nichts gesehen im Leben. Das geht ganz schnell. Und dann bist du schwupps in Ohr. Oder schlimmer. Ich war tatsächlich schon einmal in Ohr. Das solltest du nicht zu laut sagen. Die Dorfbewohner sind misstrauisch gegenüber denen, die von dort kommen. Sie erwarten, dass du sie angreifst. Dass du sie vergiftest. Denkt ihr so? Ich habe mehr Angst vor dem Wasser. Das Wasser ist gefährlich. Böse Tiere. Böse Magie. Die dunkle Seite des Mondes. Wenn man es so sehen will, ist alles irgendwo gefährlich. Aber wenn man sich immer nur vor der Gefahr versteckt, entdeckt man auch nicht die guten Dinge. Wenn du bei Nacht im Neumond in den Spiegel schaust und dann die Dunkelheit zurückschaut, dann weißt du, dass du das Böse gerufen hast, Kind. Du solltest immer auf das von hören, was die Alten sagen. Hinter allem steckt ein Körnchen Wahrheit, hinter jeder Farbe und jeder Sage. Hinter jedem Schatten, von dem sie dich warnen, gibt es etwas Böses, das es auf dich abgesehen hat, Kindchen. Aber ohne dem Schatten? Der Schatten existiert nur, weil es Licht gibt. Ich rede von der absolut bösartigen Schwärze, Kindchen. Ich rede nicht davon, dass jemand die Kerze ausgepustet hat. Ich rede davon, dass etwas alles verschlägt. Nun, was meinst du, Kind? Wenn du es so viel besser weißt, schau in den Spiegel. Schau in das Wasser und pass auf, dass es dich nicht verschlingt. Ich weiß nicht, ob ich es besser weiß. Ich versuche nur, die Dinge auf verschiedene Seiten zu betrachten. Ach, ein neumaliger Wissenschaftler bist du. Du bist so ein Bücherwurm, nicht wahr? Die Bezeichnung habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber ja, das ist sicherlich nicht verkehrt. Immer diskutieren, immer nicht auf die Alten hören. Das Wissen darf nicht verloren gehen, weißt Kind. Aber wenn es die Jugend immer besser weiß, geht die Wissen der Wissen aber verloren. Aber die Bücher wurden auch nicht nur von Jungen, sondern auch von Alten geschrieben. Ja, aber glaubst du einem geschriebenen Wort mehr als ein überliefertes aus dem Mund einer alten Frau? Oder denkst du bist stärker als der Schicksal, Rihanna? Woher kennt ihr meinen Namen? Woher kenne ich ihn wohl? Ich bin doch nur eine arme alte Frau, die scheinbar verwirrt ist. Nicht wahr? Aus diesem Grund weiß ich auch nicht, was er gemacht hat, bevor er starb. Sein letzter Gedanke an dich war, als er dort in diesem Keller lag. Welcher Keller? Alte Frauen wissen so etwas nicht, nicht wahr? Welcher Keller? Oh, Askalon. Oh. Aber ich bin nur eine alte Arme, die zu belächeln ist, nicht wahr? Deshalb traust du dich auch nicht, in den Spiegel zu sehen. Weil du Angst hast, was zurückblicken könnte. Egal, ob ein Dunkelheit oder Licht, nicht wahr, Rihanna? Ich glaube nicht unbedingt, dass das eine Frage des Trauens ist. Sich etwas trauen ist nicht immer klug. Und nicht unbedingt immer feige. Du diskutierst wieder, Kent. Ist das so schlimm?
Wenn ich Sachen hinterfrage? Es macht das Leben kürzer. Ich werde dich mit dem Spiegel allein lassen. Seltsame Frau. Die irgendwas mit Schicksal zu tun hat. Er spricht da. Hallo? Ist da jemand im Wasser? Ja. Luke, bist du das? Kannst du hören, woher meine Stimme kommt? Ich sehe dich. Blatt. Bitte. Ja. Kannst du meine Hand greifen? Ist zu weit. Komm her zum Wasser. Bitte. Ah. Ist das wirklich du? Oder ist das dieser Spiegel? Oh, das Wasser ist kalt. Das ist echt da. Ich kann dich nicht sehen. Komm weiter. Noch einen Schritt. Luke, wenn das ein Spaß ist, dann ist es nicht sehr lustig. Ich kann dich hören, aber ich kann nicht sehen. Er jagt mich. Bitte. Streck deine Hand aus, es will dich. Kannst du sie ergreifen? Ja. Dann komm zu mir. Ich strecke mich schon. Du gehörst mir. Luke?